Ja, Steven, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war der Medizincheck angesagt. Jetzt sitzen wir hier in der Veltins Arena. Wie fühlt es sich an? Tja, sehr, sehr gut. Also könnte man sich gewöhnen. Aber wir wissen alle, du bist großer Schalke-Fan, aber du hast gerade auch noch mal in der Medienrunde klargemacht, du bist nicht hier, um Sightseeing zu betreiben. Ja, genau. Also es ist immer ein schmaler Grat zwischen dem, was man vielleicht erwartet und dem, was man bekommt. Aber ich bin unbedingt heiß und sehr, sehr heiß drauf, dass ich hier möglichst auch viele Minuten auf dem Platz verbringen kann. Dafür hast du dich vorbereitet. Wenn man deine sozialen Kanäle verfolgt hat, hat man dich sehr, sehr viel beim Sport gesehen. Ist das normal bei dir oder hat dich jetzt nochmal ein besonderer Ehrgeiz gepackt? Nein, also ich mache das eigentlich einmal im Jahr, so im Sommer mache ich schon in der Vorbereitung zusätzlich irgendwas, aber ich glaube, dass es auch insgesamt im Profibereich mehr geworden ist. Aber ich glaube, man sollte da nie zu sehr auch dann das bewerten oder dann überpacen, weil die Vorbereitung, die wird nicht nur hier hart genug. Was erwartest du denn jetzt? Heute sind erste medizinische Tests und dann ab Sonntag geht's auf den Platz zur Sache. Was erwartest du? Tja, ich freue mich einfach unglaublich auf die ganzen Momente, die man hier aufsaugen kann und auch auf die Mitspieler und alles. Und ich kann es kaum abwarten, dass es endlich losgeht. Und dann geht's ja auch nach China. Mit welchen Gefühlen, mit welcher Einstellung schaust du auf diese Reise? Ja, mir wurde schon gesagt, dass es ziemlich hart werden wird dort, aber ich freue mich auch da auf die ganzen Eindrücke, auch auf das Land mal neue Länder kennenzulernen, ist immer für die Erfahrung und für den Werdegang eines Menschen ganz, ganz besonders und da freue ich mich schon auch, wenn ich weiß, dass es sehr, sehr anstrengend wird.